Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux GNOME 3, das Zwischenspeichermanagementsystem gpaste. Heute soll es um die Erweiterung gpaste gehen, ein Zwischenspeichermanagementsystem, und das kann wie folgt nachinstalliert werden. Man geht zu einem Paketmanager, hier zum Tool Software bei Fedora, sucht nach gpaste, gepaste, und dann gibt es mehrere Einträge, die hier angezeigt werden. Nachinstalliert wird das Paket gpaste und gnome-shell-extension-gpaste. Dann wird ein Neustart durchgeführt mit Alt-F2R und dann kann man die Erweiterung, um die es ja geht, aktivieren. Und zwar macht man das zum Beispiel mit dem GNOME Tweak Tool, mit dem Optimierungstool, das auch normalerweise auch nachinstalliert werden muss. Und zwar findet man hier die Einträge unter Shell-Erweiterung. Hier bei gpaste einfach auf den Button klicken, sodass ein An erscheint. So. Und dann wird hier oben rechts noch zusätzlich ein Icon angezeigt. Und das ist das Zwischenspeichermanagementsystem, das ich ein- und ausschalten kann, wo halt alle Zwischenspeicherungen gespeichert werden, die Einträge. Die Einstellung findet man hier unter gpaste Daemon Settings, History Settings, Tastenkombination, History und so weiter. Und zwar können jetzt mehrere Dinge zwischengespeichert werden, Dateien und auch Texte. Das möchte ich einmal zeigen, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf eine Datei klickt und STRG C klickt, dann wird das zwischengespeichert und dann gibt es hier einen Eintrag. Und ich kann mehrere Dinge zwischenspeichern, zum Beispiel jetzt hier den Text, STRG C, dann erscheint der hier auch im Zwischenspeicher. Oder zum Beispiel noch den nächsten Text, STRG C. Und auch noch den Text, Record My Desktop, STRG C. Dann gibt es hier vier Einträge. Und wenn ich jetzt STRG V drücke, dann wird der erste Text, Record My Desktop, hier eingefügt. Aber ich kann auch mir einen anderen Eintrag aussuchen, zum Beispiel Window Manager. Einfach draufklicken. Und dann, wenn ich jetzt STRG V drücke, dann wird eben der Text hier eingefügt. Und das kann ich immer so weitermachen. Die History kann ich löschen mit diesem Button hier, Empty History. Und dann werden alle Einträge gelöscht. Außerdem wird die History noch gespeichert in der Datei. Ein Moment. Verborgene Dateien anzeigen. Und da Local, Share, gpaste. Und jetzt hier in der Datei History .xml. Die Einstellung findet man auch im dconf-Editor. Das kann ich auch gleich mal zeigen. Einfach dconf-Editor starten. Und dann findet man die Einstellung zu gpaste unter org gnome gpaste. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!